Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Ja, ich habe jetzt erstmal die Zeit gestoppt, weil ich nämlich festgestellt habe, wenn man P drückt, dann pausiert hier das ganze Bild. Und das ist natürlich besser, wenn ich da mal eben kurz anmoderiere oder euch zurück willkommen heiße oder abmoderiere oder was weiß ich was, dass ich da mal kurz auf Pause drücke, weil dann kann nichts passieren. Hier oben bimmelt es ja schon die ganze Zeit, dass wir was zu essen brauchen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt nachholen und ja, wir müssen ja auch noch die Pilze für die gute alte Dame Jenny suchen. Ich schaue mal als erstes nach. Haben wir überhaupt irgendetwas zu essen dabei, was wir, sollte ich vielleicht auch bei Essen nachgucken, ne? Was wir essen können. Essen ist Essen, auch wenn es nach Fisch riecht. Ja, Feldration. Das ist eine Grundeinheit Essen. Sie kann dich in schwierigen Zeiten retten. Naja, gut, wir können ja nicht allzu viel machen. Oh, Moment, Wildfleisch? Ist es nicht roh? Ach, das kriegt man dann, wenn man... Ah, okay. Ja, ich würde sagen, wir müssen die Feldration nehmen. Auch wenn die... Eieiei, da kriegt man ja fast gar nichts mit raus. Okay, dann gehen wir einmal in die Mine rein. Wenn wir da wirklich eine freundliche Seele begegnen, wie die gute Jenny das so schön gesagt hat, dann kann man... Oh, hier zum Beispiel. Dann können wir den vielleicht mit einem Baseballschläger verprügeln. Verdammt, er ist schon wieder nicht zu gebrauchen. Warte, wer ist da? Entschuldigung, das hier ist ein Sperrgebiet. Entschuldigung, ich habe einen blutigen Baseballschläger in der Hand. Für mich gibt es keine Sperrgebiete. Entschuldige, ich bin harmlos. Sagt der Mann mit dem Baseballschläger an den blutigen... Aber von wem gesperrt? Von der Agentur? Ich habe keine Schilder gesehen. Nein, nicht von der Agentur. Es ist... Warte, du siehst anders aus. Also als die anderen Leute hier, meine ich. Deine Augen scheinen präsent zu sein und du redest vernünftig. Wer bist du? Die Leute nennen mich Prepper. Ich bin ein Hobbyhandwerker, könnte man so sagen. Ich weiß, dass das eine Mine ist und ich würde gerne hinein. Ich helfe einer lokalen Kräutersammlerin. Und ich bin hier, um bestimmte Organismen zu sammeln. Das ist aber nett ausgedrückt. Okay, ein Handwerker also. Ich bin Bob und ich hätte einen Vorschlag für dich. Wenn du mir bei etwas hilfst, was uns beiden nützt, lasse ich dich rein. Das hier ist der Aufzug, der uns einfachen Zutritt zu allen Ebenen der Mine verschafft. Klingt gut, oder? Naja, bis auf, dass dieser Schrott schon wieder kaputt gegangen ist. Repariere ihn und ich lasse dich in die Mine. Ein Aufzug. Mal sehen, was ich tun kann. Hoffen wir mal, dass du die gute Seele bist, von der mir erzählt wurde. Oh, natürlich bin ich das. Wenn unsere Zusammenarbeit funktioniert, werde ich natürlich super freundlich sein. Okay, erst dann. Jetzt noch nicht. Ach, an den komme ich gar nicht vorbei. Okay. Gut, was brauchen wir denn dafür? Sag bitte einen Hebel, den habe ich nämlich gefunden. Scheiße, 10 Metall, die haben wir jetzt natürlich nicht. Okay, wo kriege ich jetzt 10 Metall? Oh, ich habe Wolfsfell, okay. Wo kriege ich jetzt 10 Metall her, wenn ich nicht das Geld habe, die zu kaufen? Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dann müssen wir erst einmal nach Hause... Jetzt sollte ich mal den Baseballschläger wegtun. Es könnte vielleicht ein bisschen bedrohlich aussehen, gerade wenn der Inspektor mal vorbeikommt. Wo haben Sie denn den Baseballschläger her? Och, den habe ich so gefunden. So, Nancys Haus, Sergej war das, glaube ich, oder? Wieso kann ich bei dem jetzt nur Boxen kaufen? Nancys Haus? Ich meine, gut, Boxen würden mir natürlich... Ah! Okay. Ich kaufe mal eine Karotte, weil die brauche ich, glaube ich, um nochmal einmal was komplett herzustellen. Aber das ist gut. Ah, Zucker haben die auch, aber das kostet 10 Dollar. Wollt ihr mich denn veräppeln? Nancys Haus, da kann ich nur verkaufen. Aber ich denke nicht, dass das so sinnvoll ist, wenn ich was verkaufe. Ja, ich weiß. Ich habe auch keine Ahnung, was das mit der Vorbereitung bedeutet. Das habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt. Das Problem bei der Sache ist jetzt...
Holzpalette, ein Metall. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal $4 bezahlen, nur für ein Metall. Das geht ja gar nicht. Also 10 Metall brauche ich auf jeden Fall. Oh, ist das dunkel. Das Problem ist, dass der Inspektor auch bald kommt, ne? Sichere Menge 4 bis 7. Große Box. Metall 2. Nehmen wir die auch mal. 2. 4. 6. Gut. Aber da wir wissen, was letztes Mal passiert ist, die würde ich auch noch nehmen. Die braucht man ja nicht unbedingt. Würde ich sagen, dass ich jetzt erst einmal schlafen gehe. Ja, du bist nicht vorbereitet. Haben wir verstanden? Okay, da müssen wir wohl doch erstmal den Inspektor überstehen. So, da ist abgedeckt. Draußen ist soweit alles weg. Und hier unten sieht es auch gut aus. Ich weiß nicht, wann der Inspektor kommt. Ich hole mal die Zeitung erstmal rein hier. Nehmen. So. 6. Achso, da kommt er anscheinend gleich. Guten Tag. Achso, dann kommt der Postbote. Okay. Dachschen. In letzter Zeit tauchen komische Graffitis in der Stadt auf. Parolen vom Wachbleiben. Gekritzelte Zeichnungen von Augen. Sinnloser Vandalismus, wenn Sie mich fragen. Okay. Meine Karotte. Ja, stimmt. Ich habe ja noch was bestellt. Stimmt. Ich weiß nur nicht, wann der Idiot jetzt kommt hier. So, ich brauche 4 Karotten und Wasser für eine Karottensuppe, beziehungsweise, ja doch, für eine Karottensuppe. 4 Karotten, okay. Also 4 zusätzlich noch, meine ich. Wie zu schwer. Oh Gott. Oh. Okay, Moment. Dann tun wir das erstmal rein. Thunfisch auch. Nee, das sollten wir behalten. Das sollten wir aber noch im Kühlschrank tun. Ich muss nämlich mal was essen hier, weil ich glaube, sonst falle ich hier gleich vom Fleisch. So, Wasser. Wasser habe ich doch gerade geholt. Abholen, ja. Hä? Oder weil ich jetzt keinen... Habe ich das jetzt da reingestellt? Nee, das habe ich hier reingestellt, oder? Oh, kann ich den wenigstens noch einen nehmen? Komm schon. Okay. So, ich will nur eine dämliche Karottensuppe machen. Wie schwer kann das denn schon sein? So, sehr schön. Die möchte ich auch direkt essen, damit wir auch wieder mehr Platz haben hier. So, geht doch. Wenn ich jetzt wüsste, wann der Inspektor kommt, ne? Nee, okay. Ich dachte gerade schon, das wäre er jetzt. Okay. Zerlegen. Den auch. Verpasse nicht die nächsten Wochen unserer Wahrheit. Ja, kann ich auch zerlegen hier? Nee. So, könnt ihr euch gerne durchlesen. Studie belegt, die ehrende Schlange ist gut für Haustiere. Ah ja. Wer hat Angst vor gesunden Amerikanern? Ja, ich kenne diese ganzen Propagandasachen. Gut. Können wir hier irgendwie raus? Das wäre ganz nett. Ah, okay. Was ist das? Das Wasser wurde abgestellt. Oh. Ich weiß jetzt schon, dass mein Wasser abgestellt wird, oder was? Okay. Können wir denn hier irgendwie was machen?
womit wir Wasser aufbewahren können. Ja, quadratische Boxen sind ja nicht zum Aufbewahren. Das Problem ist nur, ich möchte jetzt nicht... Obwohl, naja, gut, wir brauchen ja keinen Behälter. Im Endeffekt brauchen wir ja nur... Müssen wir ja nur das Wasser... Oh, oh, oh. Oh. Der Agent ist da. Deck ab, los. Ich hoffe, sonst ist alles okay. Schnell. Rauminspektion gemäß dem Akt für Sicherheit und Wohlbefinden. Sammle Informationen für den Bericht. Alles für die Sicherheit und dem Wohlbefinden der Bürger. Gott schütze den Präsidenten. Überprüfe auf Anzeichen von staatsgefährdenden Tätigkeiten. Sammle Informationen für den Bericht. Hm. 36% Verdacht immer noch. Warum? Ach so, fehlende wichtige Gegenstände. Wollt ihr mich veräppeln, weil 4 Becher fehlen oder was? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum diese dämlichen Becher so wichtig sein sollen. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt aber gerade überlege, den können wir doch öffnen. Ist der vielleicht leer? Nee, den können wir nur so öffnen. Schade. Was ist hiermit? Kiste? Da könnte man jetzt theoretisch was reintun. Na gut, ich weiß nicht, ob das jetzt für den irgendwie verdächtig aussieht, wenn wir da Samen reintun oder sowas. Aber ich denke mal, der wird jetzt heute erstmal nicht mehr kommen. Das heißt, wir gucken jetzt hier erstmal. Ein Regal wäre natürlich nicht schlecht. Ein Werkstattregal, klein oder groß. Ja, da brauchen wir Metall für, da brauchen wir nur Holz für. Dann würde ich sagen, könnten wir doch da theoretisch... Machen wir doch einmal das Regal. So, und dann würde ich jetzt mal glatt... Ach, das ist so ein kleines nur. Kann man das hier oben dann noch hinhängen? Anscheinend nicht. Aber da kann ich es hinhängen. Das ist ja total bescheuert. Warum dann nicht höher? Na gut, dann hängen wir es da. Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Okay, ja. Aber da kann ich nichts reinstellen. Aber oben was draufstellen, immerhin. Das hat mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht viel Platz gebracht, aber okay. Den Brief kann ich da vermutlich auch nicht reinlegen, nee. Oh, das ist ein bisschen sehr groß, würde ich sagen. Okay, das lassen wir erstmal da drin. Ja, also das war dann ein Satz mit X, würde ich sagen. Bei den Boxen hat er sich aber nicht beschwert. So, das sind die Köder, eine Falle, exotische Köder. Aber die Boxen, die habe ich jetzt schon alle kaputt gemacht. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Da brauche ich ein Glas. Und wie viel bringt mir so eine Box? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Moment, gehen wir mal eben nach oben. Ja, dafür, dass ich einen Doppelklick gemacht habe. So, ach so, ich brauche ein Glas, bekomme aber ein Metall dafür. Hä? Echt jetzt? Ah, da haben wir noch Karottensamen und so drin. Ach, das ist doch schön. Dann können wir doch rein theoretisch. Auch noch was davon reintun, oder? Sollte ja nicht verdächtig aussehen, wenn ich da ein paar Samen drin habe, oder, Leute? Also. Was haben wir denn hier? Davon kriege ich Glas. Müssen wir jetzt hier ein bisschen gucken. Was ist das hier? Inspizieren.
Einen Brotkasten. Brauche ich unbedingt einen Brotkasten? Ist jetzt so die Frage. Dann nehmen wir auch nochmal Wasser raus. Weil Wasser ist eigentlich nie schlecht, wenn wir da ein bisschen was von haben. So, da stellen wir da hin. Haben wir denn hier eigentlich noch irgendwas drin? Geld! Geld! Ein Köder. Gut, theoretisch könnten wir die auch alle hier lassen. Aber ich denke mal, dass die jetzt nicht so viel... Ja gut, eins pro Stück, aber das ist jetzt nicht wirklich so viel Gewicht. PC würde wahrscheinlich auffallen, wenn ich den auf einmal kaputt machen würde. Was ist denn hier mit den Büchern? Da kriege ich Holz von. Na gut, das Holz ist jetzt im Moment nicht mein Problem. Mein Problem ist jetzt eher, ich brauche entsprechend Metall. Kann man hier eigentlich irgendwo... Das sind die Entwürfe. Prepperzustand. Fähigkeiten. Wodurch kriege ich eigentlich Fähigkeiten und so? Das ist jetzt auch mal... Das wäre auch mal gut zu wissen. Okay, Inventar und so weiter. Was ich auf jeden Fall noch machen müsste, ist hier ein bisschen ausbauen. Weil ich denke mal, wenn wir hier vielleicht so ein Lager machen, dass wir hier gucken können, dass wir... dass wir dann da auch mal was anpflanzen können. Das wäre natürlich schon ganz geil. Oh, ich werde schon wieder müde. Hast du das wenigstens noch fertig bekommen? Na, wenigstens etwas. Komm, dann geh nach oben. Leg dich mal hin, du kriegst ja eh sonst nichts auf die Reihe. So, Nickerchen. So, das war's. Genug geschlafen. Zack, zack. Einmal nach unten, bitte. So, ich hätte gerne erstmal Licht. Das war, wo war das denn nochmal? Hier. Ein Beet hätte ich auch gerne. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, aber Beet heißt ja normalerweise komplett... Machen wir mal zwei. So, machen wir auch nochmal zwei Lampen. Ich will aber nicht schlafen gehen. Ich möchte jetzt erstmal... So, hier Licht drin haben. Und das kann man direkt vorne machen. Okay, dann machen wir das doch direkt vorne. Und die zwei Beete da reinmachen. So, perfekt. Ja, und ich werde, glaube ich, gleich ohnmächtig. Gehen wir mal ganz schnell nach oben. So viel denn dazu. Ich will mich nicht hinlegen. Komm, geh schnell schlafen. Und ich würde dann auch sagen, dass wir hier ausnahmsweise jetzt schon mal einen kleinen Cut machen und dann in der nächsten Folge sehen, was wir wie mit den Beeten anfangen können. Und ich denke mal, die brauchen ja auch noch Wasser. Das müssen wir dann ja noch sammeln. Und wie man hier sehen kann, soll uns ja auch irgendwie das Wasser abgestellt werden. Aber ich denke mal nur für den einen Tag, weil die irgendwas ja reparieren wollen oder so, nehme ich mal an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.